Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge. Genau, hier unten. Bloodland. So. Wir sind hängen geblieben und zwar hier, ne? Da war was, genau. Das hätte man dann wohl ausbauen können, aber wir wollen ja gucken, dass wir hier, genau. Da wollen wir weitermachen. Das wollen wir, das brauchen wir. Das ist notwendig. So, hinter mir, ich weiß nicht, ob man es hören kann, hinter mir gehen meine Katzen gerade voll ab. Aber, hey. So ist das halt. Wir tun da mal zwei raus und tun da dann wieder zwei rein und sehen, hier haben wir ja nochmal Unruhe, friedlich, Weltanschauung, wie sieht es hier aus, auch friedlich. Und die haben schon ganz ordentlich Wasser. Wasser schon. Hier. Genau. Hier Erfahrungspunkte. Und da kann man dann auch mal weitermachen. Standhaftigkeit, körperliche Stärke, Ausdauer, Durchhaltevermögen. Das Arbeiten beispielsweise beim Fischfang. Für Unbedenkliche. Hier Wasser, Kräuter, Medikamente. Oh, was gibt es hier? Persönlichkeit. Leer, ich arbeite einfach das unbedenkliche Lebensmittel. Aha, aha, aha. Wie sieht's hier aus? Sojabohnen und Plastik. Dann würde mal sagen, wir packen uns mal da nochmal ein. Da hauen wir nochmal einen rein. Und können wir da noch einen? Nein, können wir nicht. Nein, nein, nein. Aber das funktioniert. 75% Zufriedenheit. Wow. Ja. Hervorragend. Und dann können wir mal gucken, passiert hier noch was? Da passiert jetzt erstmal nichts. So. Das ist natürlich extrem. Oh, wieder unten. Expedition ist sicher zurückgekehrt. Epidemie hat begonnen. Nein! Aber ich glaube, wir haben ordentlich Medikamente, ne? Also. Ja, erfolgreich, die erste Expedition. Wir haben die Späher zu unserer Siedlung gebracht. Die bestätigen, was ich bereits vermutet hatte. Wir sind nicht die einzigen in diesem Gebiet. Wir hatten auch einige interessante Erkenntnisse über die Situation in der Stadt direkt nach dem Vorfall. Okay. Als der Damm anfing, das Gebiet zu überfluten, kam es angeblich zu Zusammenstößen zwischen Zivilisten und dem Militär. Hauptverantwortlich dafür war Ivo Garza. Okay. Da haben wir jetzt nochmal 10 Forschungen bekommen. Mhm. Überlebe die Epidemie. Ja. So, was haben wir jetzt hier? Was wollen wir überleben? Überleben oder Insektenhaus? Küche, Wasserreinigung oder Wohlergehen, Baracke, Kräuterfarm. Kräuterfarm wäre schon sehr geil. Ja, ich glaube, Kräuterfarm ist unsere Wahl. Ja, da waren sie, die 10, die weg sind. Ne? Wo wollten wir denn eigentlich hin? Eigentlich wollten wir ja... Eieiei, wo war das denn? Da, der Vorschlaghammer. Da wollten wir eigentlich hin, aber da kommen wir jetzt nicht hin. Ja, dann müssten wir mal... Lasset uns gucken, wo ist es da? Wohlergehen ist es. Die Kräuterfarm. Aber die würde sich doch hier eigentlich, oder? Da würde sich die doch eigentlich ganz gut machen. 30 Bretter. Alter, wo kriegen wir denn Bretter her? Einführung Clanbeziehungen. Ja. So. Neutral. Hier werden die Beziehungen zwischen den Clans dargestellt. Sieh nach, ob sie positiv oder negativ sind und in welchem Ausmaß. Aha. Okay, nächster Tipp. Der Abstand zwischen den Clan-Emblemen symbolisiert ihre Beziehungen zueinander, abhängig von verschiedenen Faktoren wie ihrer Weltanschauung oder der Zeit, die sie miteinander verbringen, können sich die Beziehungen im Laufe der Zeit verändern. Okay. Ja, Freiheit, alte Welt, und wenn wir jetzt darauf gehen, Einheit der alten Welt. So. Okay, also die sind hier oben, Freiheit, die sind Einigkeit.
Ja, aber so an sich sieht es ja jetzt nicht besonders, ne? Ich würde sagen, wir gehen mal dahin. Da haben wir keine Materialien, weil wir keine Bretter haben. Das ist natürlich extremst ungünstig. So, wir können hier nicht hin, wir können hier nicht hin, wir können hier nirgendwo mehr hin. Wo waren wir denn gerade? Wir waren gerade hier drüben. Da können wir aber auch nicht mehr hin, ne? Nope. Das ist natürlich extrem ungünstig, ne? Also extrem. Und wir brauchen Boote, um durchs tiefe Wasser zu bewegen. Ja, wir haben keine Boote, ne? Nee, haben wir nicht. Das geht über die Sortierhäuser, Sortierhaus, Sortierhaus. Und das geht dann nur über den Vorschlaghammer, den wir natürlich auch nicht haben. Ja. Für die Kräuterfarm haben wir keine Bretter. Warum haben wir keine Bretter? Können wir keine Bretter herstellen? Vielleicht hier? Nein, auch nicht. Okay. Gesundheit. Ja. Okay, aber hier haben wir auf alle Fälle jemanden drin. Klinik. Isolationsstation. Nee, ich glaube, Klinik ist ganz okay, weil wir haben Husten. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so, als dass da... Ne? Wisst ihr schon. So, mach mal hier weiter. So, die marschieren jetzt. Die marschieren jetzt bitte alle in die Klinik, oder? Nein. 4 Mann, 5 Mann. Okay, hier Sanitätszelt. Läuft. Ja. Mach mal so. Okay, überlebe die Epidemie. Wir werden hoffen, dass wir die Epidemie überleben. Baumenü öffnen. Holzfäller Hütte. Ja, das ist, ja, sowas wie ein Sägewerk wäre halt top, ne? Gibt sowas? Kann man sowas hier irgendwie... Wo war denn die Forschung? Da war die Forschung. Ja, Bretter. Voll gut. Wasserreinigung. Wildbeuterhaus. Insektenhaus. Das kostet alles. Fahrt. Wiege über seichtes Wasser. Der wäre natürlich noch top. Ne? Den bräuchten wir auch. Und hier gibt die Baracken, aber wo kann ich denn ein Holzfällerlager braucht dann schon den. Mhm. Sortieranlage, verbessertes Kochsektor. Mhm. Sägemühle, da oben wäre es eine Holzverarbeitungslage. Nein, doch. Wo haben wir denn das? Haben wir das schon? Standardmodus, Gerüstbau, Strombetreiber, nee. Ja, wir haben das auch noch nicht, oder? Nein, wir haben das noch nicht. Boah, 15 kostet das nochmal, das ist natürlich absolut grandios, ne? So. Wie können wir denn das hier? Also das sollten wir vielleicht tatsächlich tun. Wir machen das jetzt mal so. So. Dann sind da keine Vorräte drin. Ich hoffe, dass das jemand macht. Da ist auch nochmal eine. Meine Güte. Hammermäßig. Und dafür brauchen wir Seile. Okay. Das würden wir normal rausbekommen. Ja, das ist natürlich auch nicht die Welt, ne? Das ist natürlich auch nicht die Welt. Das ist nicht gut. Dafür brauchen wir dann schon den Speisbrenner. Ja, hervorragend. So. Wir machen mal den an. Vielleicht hilft uns das was. Ist jetzt noch nicht, aber hey. So, Muschelstation.
Wir könnten eigentlich hier mal, oder? Das Sortierhaus hilft uns jetzt allerdings auch nicht die Welt. Aber in die Muschel können wir nochmal einen reinsetzen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und hier in den Wasseraufbereiter können wir auch nochmal einen reinsetzen. Und da hockt schon einer drin. Oh, wir haben einen Dietrich bekommen. Moment, da war doch noch ein Haus. Hier, durchsuchen mit Dietrich. Das ist gut. Dann machen wir hier durchsuchen. Wieder mal drauf. Hier können wir... Der Lagerplatz. Okay. Ja. Ja, aber es ist... Hier... Ja, aber das hilft mir jetzt auch nicht, leider. So. So, dann sind die alle... Wenn ich jetzt hier hingehe und sage, hey, aber ich hätte gern die hier favorisiert, dann kriege ich da 12, dann kriege ich hier nochmal einen rein, dann kriege ich hier unten mal, halt, stopp, das ist falsch. Nein, ich hätte da gerne... Wieso kann ich in euch da nicht reinstopfen? Okay, ja, ist auch blöd. So. Hier. Ah, jetzt passen die da rein, okay. Sehr gut. Und hier oben. Kümmermodus. Müllmodus. Ich glaube, da haben wir echt tatsächlich ein ganz anderes Problem. Da sollten wir mal hier. Jo, da ist ja nichts mehr. Da ist gar nichts mehr. Das können wir sie genauso gut abreißen. Beziehungsweise hier hin und dann so, hier Haus. Gehen wir auf die Seite. So. Hier noch irgendwo. Da hinten wäre noch, ja. Hier. So, bau das mal dahin. Du hast ja, glaube ich, keinen Weg irgendwo hin. Nee, leider nicht. Ja, müssen wir mal gucken. So, und dann machen wir mal weiter. Ja, wir kriegen irgendwie keine... Wir kriegen hier irgendwie kein Dingens mehr rein, ne? Das ist schon... ausbreitet, wirklich beunruhigend. Wir müssen die Quelle finden und schnell handeln. Baumenü öffnen. Ja, wie oft denn noch? Okay, du gehst dahin, dann stellen wir da nochmal eins hin. Ich weiß nicht, ob das was hilft. Isolation, 10 sind drin. Wie sieht's denn aus hier? Epidemische Lage. Wir kriegen das nicht in den Griff, weißt du, da hockt noch einer. Da hockt noch einer in der Isolationszelle und das war's dann. Sojabohnen. Würsten auf Lager. Ja, ja, wir machen wohl hier weg und dann. Bezirk Akrank. Okay. Blickfleck Bezirk. Okay, das sind jetzt schon 2. Da ist die Isolationszelle. Du wirst. Hier. Wir stellen dich direkt auf Isolation um. Wir haben noch Erkrankte in der Siedlung. Ja. Heute ist das Tierhaus errichtet. Okay, da arbeiten jetzt auch 5 Leute. Das ist super. Wir machen mal einen langsamer. Eieiei. 2 Leute, ne? Eine Person blickt weg. Das hier unten ist der Schlickfleckbezirk. Okay, gut. So, da ist nochmal ein Fischbaum. Da könnte man theoretisch auch nochmal jemanden reinknallen. Warum nicht? Vielleicht haben die ja auch Ahnung vom Fischen. Ich weiß es nicht. Okay. Wichtige Probleme sind nicht bezirke, infizierte Menschen. Eine durstige Person. Wir haben doch Wasser. Sollte jetzt an sich nicht so
nicht so krass ein Problem sein. Wobei hier, wir gehen mal auf Überleben und dann gibt es hier die Wasserdestille. Okay. Wir können den nochmal dahin. Ja, ich denke schon, dass das geht. Aber wir machen mal so. Dann haben wir wieder zwei Erkrankte. Warum? Nope. Hierhin. Hier. Okay, da ist. Da sind zwei drin. Ah, seltsam, ne? Seltsam, 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 wenn wir ehrlich sind. Sehr, sehr seltsam. Aber da kann man theoretisch auch mal einen reinklopfen, beziehungsweise zwei. Sehr schön. Da oben wird ja auch schon fleißigst gesammelt. Das mit den Bezirken finde ich ein bisschen verwirrend, wenn ich ehrlich bin. Ja, das dauert ein bisschen, bis man da reinkommt. So. Da unten ist ein ganzes Haus drin. Auch nicht schlecht, ne? Okay. Ja, jetzt ist dunkel. Im Dunkeln geht es immer ein bisschen runter, ne? Aber machen wir ein bisschen schneller. Was fehlt denn hier zum Aufbauen? 5 Volt. Okay. Ja, wir müssen natürlich schauen, dass wir so ein Sägewerk kriegen. Ja, weil sonst können wir sowas hier... Ich meine, es ist ja schön, dass wir eine Kräuterfarm bauen könnten. Ja. Wenn wir denn Bretter hätten. Ja, also am Holz selber mangelt es uns nicht. Es mangelt uns tatsächlich eher nur an Brettern. Ah, da hätten wir rein sollen. Verdammt arg. Dafür brauche ich freie Lagerarbeit, die ich nicht habe. Okay. Okay. Hm, ja. Sehr schön. So, ihr sammelt hier, ne, diese eher unbedenklichen Dinge ab. Hier haben wir. Da war hier. Ja, dann würde ich sagen, so. Und so. Und so. Gibt hier noch irgendwo was? Nee. Hier oben gibt es noch Holz. Hier gibt es noch... Ah, hier gibt es Erkunden. Okay, ja, mach mal. Okay, und weiter. So. Baumenü, ja. Kranken einsprengen, um den Rest von uns zu retten. Ja. Wieso jetzt 4? Okay, da 2 und da 2. Aber es scheint ja zu funktionieren. Ja, die Isolationen scheinen ja Früchte zu tragen. Die Dinge zwischen den Clans, Überlebende von Oak Hill und Good Neighbors werden nicht besser. Hoffentlich hast du eine Idee, wie das Ganze funktionieren kann. Ja, keine Ahnung, wir werden das schon irgendwie hinkriegen, oder? Ja, die sind neutral. Wo ist jetzt das Problem? Kontakt in Freizeitgebäuden. Getrennt. Gelegentlicher Kontakt. Minus 8. Also. Kontakt in den Bezirken. Ernsthaft? Man müsste die jetzt auch noch nach Bezirke trennen? Hä? Geht das hier irgendwie? Einführung, Erscheinungen bei Ereignissen. Okay. Hey, Oberhaupt, in letzter Zeit war es recht ruhig in der Siedlung. Also haben wir versucht, eine Art Sportliga zusammenzustellen. Nichts Großes. Wir wissen noch nicht einmal, was wir spielen wollen. Wir wollen einfach nur wieder ein wenig freundschaftlichen Wettbewerb in Gang bringen. Ja. Du weißt schon, die guten alten Rauf- und Probespiele. Ja, genau, das Raufspiele. Das ist. Genau das denke ich mir. Und schließlich kann man Sportgeist nicht ohne Sport probieren. Was meinst du? Können wir ein paar offizielle Teams gründen? Ich
denke, wir sollten uns eigentlich auf wichtigere Dinge konzentrieren, aber hin und wieder bist du auf Ereignisse gestoßen, bei denen dir verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten angeboten werden. Diese Entscheidungen können von verschiedenen Clan-Oberhäuptern unterstützt oder abgelehnt werden. Wenn du mit dem Mauszeiger über eine Entscheidung fährst, werden die Oberhäupter angezeigt, die das unterstützen. Okay, das unterstützen beide, oder was? Aha. Okay. Ja, okay, gut. Okay, das unterstützen die. Das unterstützt niemand und das unterstützt die. Können wir Spaß treiben, wir sollten nicht direkt offiziell errichten. Ja, ich weiß nicht. Ich denke, wir sollten uns auf wichtigere Dinge konzentrieren. So. Oh, jetzt sind alle gereizt. Das ist absolut hervorragend. Ja. Ja, das war jetzt vielleicht nicht so klug, aber hey. Ich würde halt gern tatsächlich so die Epidemie überleben und dann, ne, kann man sich ja dann über alles unterhalten. Ja, man kann ja über alles reden. Was? Ein Clan ist bereit, Spezialisierung, das ist. Oh, die einen haben Disziplin, aber Belesenheit ist doch auch wichtig, oder? Wir hauen hier mal die Belesenheit rein. So. Okay. Und da sind noch 4 beschäftigungsfrei von denen. Okay. Bau abbrechen. Wie sieht's denn hier hinten? Ja, da ist. Können wir da vielleicht noch einen reintun und hier noch 2. So, 3, dann. Ich will ja jetzt keine Bezirke gründen, wo ich direkt nur die einen oder nur die anderen hintun kann. Das ist ja. Ganz ehrlich, wenn ich sowas in Spielen habe, egal in welcher Form, ja, ich muss jedes Mal an das Leben des Brian denken. Jedes Mal. Ja, und wer alt genug ist, den Film noch zu kennen, der weiß auch, was ich meine. So. Alle haben das gleiche Ziel, aber trotzdem. Nein, wir heißen anders als ihr, deswegen. Ja, was willst du machen, ne? Was willst du tun? So ist es halt, ne? Was? Hä? Erkunden. Ist okay. Ja, speichere doch mal. Danke. Okay, haben wir erkundet? Ah, okay. Und da können wir jetzt. Das ist praktisch, okay. Das ist ja super praktisch. Warum kann der eigentlich nicht gebaut werden? Weil es an Holz mangelt, das hier im Überfluss vorhanden ist. Okay. Es gibt keinen freien Platz mehr für Müll im Lagerhaus. Das ist top. Höchstwert, die Menschen darüber zu informieren, was wir tun können. Baumenü öffnen, was? Tun können, um zu helfen, zum Beispiel ihr Gesicht bedecken oder den Kontakt zu anderen reduzieren. Ja, aber wie mache ich das? Ja, ich würde die Kräuterfarm super gerne bauen, aber hey. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das tun kann, also hey. Oh, halt. Was ist mit dem einen da? Okay, da kriege ich keine Information zu, oder was? Nee. Unbedingte Nahrung. Ja, aber ich kann doch nicht nochmal ein Sanitätszelt bauen. Wie doof ist das denn? Das macht ja mal gar keinen Sinn.
Das macht ja mal irgendwie gar keinen Sinn. So. Bauen wir da mal noch eine Straße. Vollständig von der Krankheit erholt. Yeah, wir haben es geschafft. Okay. Nach diesem Gerücht, dass das Wasser giftig sei, kam es zu einigen Auseinandersetzungen und Missverständnissen unter den Leuten in der Siedlung. Wenn nichts unternommen wird, könnte das Ganze in Gewalt ausarten. Wir können das Gaza-Kraftwerk nicht finden, wenn wir uns in kleinlichen Streitereien gegenseitig zerfleischen. Dies ist mehr als nur eine Expedition. Es ist ein Versuch, eine echte Gesellschaft aufzubauen. Wir brauchen Recht und Ordnung. Du musst Institutionen schaffen, damit wir nicht nur überleben, sondern auch gedeihen und uns weiterentwickeln können. Erlasse Grundgesetze. Okay, schaffe einen Raum für Freizeitgestaltung und geselliges Beisammensein. Gewinne an Einfluss in die Bedürfnisse nach Freizeitgestaltung. Befriedigst. Ja, das sind ja zwei echt gute Ansätze, ne? Aber ja, Einführung, Gesetze. Hey. Okay. Okay, wir probieren das einfach. Wir gehen mal hier, Freizeit. Okay, ja, okay. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Gesetzeinführung. Ein Lagerfeuer erfüllt das Bedürfnis. Eine Kantine erfüllt das Bedürfnis nach Freizeiteinfluss. Okay. Ja gut, wir können ja nicht hier einfach irgendwo, also wir müssen ja schon hier. Gesetzeinführung ist gratis. Soziale Distanzierung. Rede des Oberhaupts. Öffentliches Festmahl. Flagge und Bräuche. Zentralisierung. Gesundheitsdienst. Mobil machen. Ausgeglichene Arbeitszeiten. Das wäre super, aber Social Distancing? Nee, ich weiß nicht. Wassersparen, effiziente Sortierung, Pfadfinderverbund. Rede ist überhaupt halt eine Rede, die nur in der Clans, je nach allen getroffenen Entscheidungen zu finden, ändert die Rede, verleiht außerdem. Okay, das können wir aber nicht. Können wir nicht? Können wir nicht. Okay. Das können wir auch nicht. Wir gehen mal hier. So, Wachstum. Holzverarbeitung, da ist es. Das ist es, was wir benötigen. Und zwar wirklich dringend. Ah, da können wir jetzt nichts machen. Gebäude, Wachstum, Holzverarbeitung. Jo, also hier ist das. Hier ist irgendwo das Sägewerk. Da, oder? Wo ist es denn? Das ist das Sägewerk. Da ist das Sägewerk. So. Also gehen wir hier. Wir gehen hier hin. Wir bauen es da ran. Okay, das sollten wir beides haben. Und dann haben wir Freizeit. Kantine, Lagerfeuer. Wir sollten mal so ein Lagerfeuer. Okay. Wir bauen mal ein Lagerfeuer dahin und dann bauen wir ein Lagerfeuer dahin. Und der da unten hat keine Bewohner, der hat nicht mitzureden. So. So, Krankheit endlich vorbei. Ja, erschaffe einen Raum für die Freizeitgestaltung, das soll jetzt zusammen sein. Gewinne an Einfluss in das Bedürfnis der Freizeitgestaltung. Ja, wir werden mal gucken, was da so hergeht. Da müssen auf alle Fälle Menschen rein. Wir machen mal langsamer. Wir können ja mal hier 2, 3. Hier hin. Mhm. 1, 2. Arbeitskräfte, Präzision. Ja, haben wir nicht, ne? Ja. Und dann hierher. Und dann hoffen wir, dass wir hier. Ja, da ist gerade. Hier habt ihr gesehen, ne? Da ist gerade. Absolut hervorragend. Was, wenn du dich nicht bald
Wenn ich bald einschreite, wird es die Beziehung meiner Leute mit dem Clan Good Neighbors immer weiter sprechen. Ja, was willst du denn? Wo soll ich denn? Hallo? Jetzt da haben wir nochmal eine Spezialisierung. Ja, vielleicht hier in Präzision, ne? Ja, hau mal rein. Ja. Keine Ahnung. Wir müssen halt gucken, wie wir das am blödesten regeln. Anders geht's ja nicht. Aber das werden wir schon hinkriegen. So, aber meine Lieben, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Lasst gerne einen Kommentar da. Bis dahin. Und ciao.